Hier sind deine Wahlunterlagen. Du hast für die Landtagswahl 2 Stimmzettel. Auf jedem Stimmzettel darfst du eine Stimme vergeben. Mit dem ersten Stimmzettel wählst du deine grüne Kandidatin oder deinen grünen Kandidaten aus dem Stimmkreis. Mit dem zweiten Stimmzettel wählst du eine grüne Kandidatin oder einen grünen Kandidaten aus Oberfranken. Erst- und Zweitstimme sind gleich wichtig. Achtung! Du darfst die Kreuze nur mit einem Kugelschreiber machen, denn der Stimmzettel darf nicht nachträglich verändert werden können. So sehen die Stimmzettel für die Bezirkswahl aus. Hier hast du ebenfalls eine Erst- und eine Zweitstimme.